ist mit 240 Stimmen Jürg Stahl. Ja, es ist ein wunderbares Gefühl. Ich freue mich wirklich riesig über das Vertrauen. Bin aber auch mit einer großen Portion Respekt jetzt natürlich vor dieser großen Aufgabe. Ich weiß aber, dass ganz viele mithelfen, den Schweizer Sport eben weiter zu prägen. Aber im Moment ist starke Emotion und aber sehr viel Freude. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass vom Nachwuchsathleten bis zum Olympiateilnehmer, vom nicht-olympischen Breitensportverein bis zur Fußballnationalmannschaft alle künftig im Schweizer Sport bessere Rahmenbedingungen haben. Die Freude ist groß. Ich möchte mich in den nächsten Jahren vor allem für die Kombination Sport mit Freizeitwirtschaft und Tourismus einsetzen. Da liegt viel Potenzial brach und das gilt es jetzt nach vorne zu holen. In der Spitze müssen wir wirklich den Fokus beibehalten auf die Athleten und das, was wir jetzt eingeleitet haben, auch in der Trainerförderung weiter ausbauen. In der Breite, glaube ich, sind wir ein Land, das wirklich lebt von der Diversität und wir müssen schauen, dass wir wirklich alle Sportarten, nicht nur die olympischen, sondern auch die übrigen aktiv aufrechterhalten und da können wir sicher Rahmenbedingungen schaffen, die das sicherstellen. Ich glaube, wir haben heute viel gehört über den Sport. Ich möchte mich einmal dort einsetzen, wo wir auch Geld verdienen, und zwar in dem Topf, aus dem Topf, wo uns Geld weggenommen wird. Also zum Beispiel bei den Steuergeschichten oder insbesondere auch, wenn wir die letzte Gesetzgebung anschauen mit dem Korruptionsgesetz, wird große Behinderungen im Sponsoring bringen und auch bei der freiwilligen Arbeit. Ich glaube, in diesem Bereich wird präventiv zu wenig gemacht und plötzlich sind alle überrascht, dass solche gesetzliche Artikel dann mehrheitsfähig sind. Ich glaube, wichtig ist, dass der Sport die Wertschätzung und die Glaubwürdigkeit wiedererlangt, die er verdient hat.